Morgen, guten Tag, guten Abend. Ganz egal, wo Sie uns gerade empfangen, hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Sie hören unser wöchentliches Technikmagazin auf Kurzwelle, UKW und per Webstream. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is Radio DARC with our weekly Technics Magazine on Shortwave, FM and per Webstream. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Und Hörer, wie jede Woche begrüßen wir Sie wieder zum Technikmagazin des Deutschen Amateur-Radioclubs. Die heutige Ausgabe trägt die Laufnummer 303. Ich bin Colli Farin und wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit. Derzeit ist der Mond wieder mal in allen Medien. Eine neue chinesische Mission ist unterwegs. Dass unser Erdtrabant auch für die Funkamateure eine wichtige Rolle spielt, ist Hauptthema unserer heutigen Sendung. Starten wir heute aber mit einem Musikwunsch. Ein Gruß geht an eine ganz besonders junge Hörerin, die am 8. Dezember ihren Geburtstag hat. Es ist Silvia Wiedemann aus München. Sie wird 5 Jahre alt. Ihr Papa Severin, Delta Lima 9 Sierra Whiskey, hat uns gebeten, für sie eine kleine Überraschung vorzubereiten. Nun, das machen wir doch gerne. Speziell für deinen 5. Ehrentag, liebe Silvia, kommt nun Simone Sommerland und Carsten Glück mit Du da im Radio. Ja, du da im Radio DARC. News auf dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Arecibo-Radioteleskop eingestürzt. Bundesregierung erkennt Wichtigkeit der elektromagnetischen Verträglichkeit und Corona-Sonderregelungen für Vereine verlängert. Das einst weltgrößte Radioteleskop in Arecibo, Puerto Rico, ist in sich zusammengefallen. Wegen früherer Schäden war bereits geplant gewesen, den 305 Meter großen Riesenspiegel zu demontieren. Wir berichteten vergangene Woche ausführlich darüber hier auf Radio DARC. Am vergangenen Dienstag ist nun die 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform auf die darunterliegende Schüssel hinabgestürzt und hat das Teleskop komplett zerstört, wie die Nationale Wissenschaftsstiftung der USA mitteilte. Am 19. November hatte die NSF mitgeteilt, dass ein katastrophales Versagen der Struktur des Teleskops drohe. Reparaturen seien auf sicherem Wege nicht möglich. Daher würden Vorbereitungen getroffen, das Teleskop auseinanderzunehmen. Im August war ein rund 7,5 cm dickes Stahlseil, das an eine Metallplattform stützte, aus unbekannten Gründen gerissen. Dabei hatte es einen etwa 30 Meter langen Riss in der Reflektorschüssel des Teleskops gehauen und auch die Kuppel sowie eine Plattform beschädigt. Das Radioteleskop im US-Außengebiet Puerto Rico war bis 2016 das größte der Welt. 1974 entdeckten die US-Astronauten Russell Hals und Joseph Taylor mit ihm den Doppelpulsar PSR 1913+16 zueinander umkreisende Neutronensterne und beobachteten damit indirekt Gravitationswellen. Joe Taylor ist Funkamateur und Nobelpreisträger für Physik, der weltweiten Gemeinschaft durch seine WSJT-Software bestens bekannt. In einer aktuellen Unterrichtung erläutert die Bundesregierung ihre zukünftigen Ziele im Rahmen der Entwicklung von Mikroelektronik und deren Verfügbarmachung auf dem Markt. Besonders interessant ist, dass dabei auch erstmals den Aspekten um die elektromagnetische Verträglichkeit und der Sicherheit Beachtung geschenkt wird. Als Bundesdrucksache 19/24557 wurde vor kurzem das Rahmenprogramm der Bundesregierung für Forschung und Innovation 2021 bis 2024 veröffentlicht. Auf Seite 13 heißt es wörtlich: Elektromagnetische Verträglichkeit, speziell für Hochfrequenzelektronik, bezeichnet die Fähigkeit, ein technisches Gerät oder auch einen einzelnen Schaltkreis so zu entwickeln, dass andere Schaltkreise im selben Gerät und andere Geräte nicht durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte beeinflusst werden.
Die ungewollte, wechselseitige Beeinflussung von Elektroniksystemen ist nicht nur eine Frage der Technik und des Rechts, sondern auch eine der Sicherheit. Zum Hintergrund. Die Unterrichtung der Bundesregierung ist besonders wegen der Elektronikfertigung in Deutschland und deren EMV-Aspekte von hohem Interesse. Der Runde Tisch Amateurfunk und seine Mitgliedsverbände fordern schon seit Jahren, dass die EMV von elektronischen Geräten aller Art deutlich verbessert werden muss. Millionen störender Geräte verursachen heute einen massiven Störnebel. Dies scheint nun endlich auch die Bundesregierung erkannt zu haben und weist auf die Notwendigkeit hin, hier etwas zu tun. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass der Politik nunmehr auch der Sicherheitsaspekt wichtig wird. Eine ausreichende elektromagnetische Verträglichkeit und mit ihr die sichere Kommunikation ist nicht nur für den Amateurfunk relevant, sondern auch für Funkdienste von Rettungsfahrzeugen, Polizei, Feuerwehr, THW, Bundeswehr, Deutsche Bahn, Straßenmeistereien und viele, viele andere. Bis zum 31. Dezember 2021 wurden die Corona-bedingten Sonderregelungen auch für Vereine ohne Einschränkungen verlängert. Dies bedeutet beispielsweise für Mitgliederversammlungen des DARC, dass eine rechtmäßig ausgefallene Versammlung später nicht nachgeholt werden muss. Die nächste reguläre Versammlung reicht aus. Was diese Regelung im Einzelnen für den DARC, seine Distrikte und Ortsverbände bedeutet, wird Gegenstand einer weiteren Information sein. So die Frage, ob Wahlen und Versammlungen damit grundsätzlich auch 2021 ausgeherzt werden können oder wie richtig zu verfahren ist, um bestandskräftige Abstimmungen zu erreichen. In der OV-Info wurden die Ortsverbände über diese Verlängerung informiert. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser nächster Musiktitel ist etwas ganz Besonderes. Er kommt von unserem Hörer Joachim Hanke, Delta Charlie 7, Bravo Whiskey aus Berlin. Was Besonderes insoweit, dass er von Joachim selbst auf dem Synthesizer gespielt und gesungen wird. Passend zur Adventszeit heißt es nun, Weihnacht ist nicht weit. Hier ist Joachim, Delta Charlie 7, Bravo Whiskey mit seinem Lied für uns. News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Am 24. November 2020 startete eine Rakete vom Raumfahrtsbahnhof Wencheng auf der südchinesischen Insel Hinan. Die Mission trägt, benannt nach der chinesischen Mondgöttin Shangji, den Namen Shangji 5. Bei der Rakete handelt es sich um den Typ Langer Marsch 5 und für China ist dieser Raumflug eine Premiere. Denn erstmals seit 40 Jahren soll mit dieser Mission Mondgestein zur Erde gebracht werden. Dafür haben Chinas Forscher den Vulkanberg Mons Khmer im Nordwesten des Mondes auserkoren, der inmitten des größten Mondmeeres in der Region des sogenannten Oceanus Procellarum liegt. Dort vermuteten Forscher relativ junges Mondgestein. Also Mondgestein, das etwa 1,2 Milliarden Jahre alt sein soll. Als relativ jung wird das Mondgestein deshalb bezeichnet, denn im Vergleich zu den Mondproben, welche die Astronauten der NASA Ende der 60er Jahre zur Erde brachten, handelte es sich damals um Gestein, das zwischen 3,1 und 4,4 Milliarden Jahre alt war. Sollte China die Mission gelingen, dann wäre es damit das dritte Land, dem eine solche Mission glücken würde, nach der USA und der ehemaligen Sowjetunion. Für Chinas Raumfahrt gilt die Mission jedoch als eine der schwierigsten. Denn zum einen kann die Kapsel nur etwa einen Mondtag, also 14 Erdtage, auf dem Mond bleiben, denn das Landemodul der Rakete ist nicht dafür konzipiert, eiskalte Mondnächte zu überleben, da es von sich aus nicht beheizt werden kann. Zum anderen müsste, damit das Gestein wieder zurück zur Erde transportiert wird, ein kontrolliertes Docking-Manöver im Orbit des Erdtrabanten gelingen. Denn die Aufstiegssonde soll, nachdem das Mondgestein gesammelt wurde, 300 Kilometer über dem Mond in die Mondumlaufbahn geschossen werden, um dort an den Orbiter anzudocken. Dieser Orbiter soll dann die Kapseln mit den Gesteinsproben zurück zur Erde bringen. Die Gesamtstrecke, die zurückzulegen ist, beträgt 380.000 Kilometer.
Aufgrund dieser Entfernung und der Schwerkraftbeschleunigung, die das Raumschiff auf dem Rückweg bekommt, prallt die Kapsel mit insgesamt einer Geschwindigkeit von 11 Kilometer pro Sekunde auf die Erdatmosphäre. Doch wie genau soll die Rakete das Gestein von selbst auf dem Mond eigentlich sammeln? Insgesamt wiegt die Rakete des Typs Langer Marsch 5 8200 Kilogramm und besteht aus 4 unterschiedlichen Teilen. Ein Teil davon ist der Rückkehrkapsel und der Lander mit der Aufstiegsstufe. Zum anderen besitzt das Landegerät einen langen Arm, mit welchem es an die 2 Kilogramm Mondgestein aufsammeln und dieses verstauen kann. Auch kann das Landegerät von selbst Bohrungen bis zu 2 Meter Tiefe durchführen. Anhand der Befunde dieser Bohrungen wollen Geophysiker die Geschichte des Mondes weiter erforschen sowie die Aktivität eines Mondvulkans messen. Und würde China diese Mission wirklich gelingen, dann wäre das nicht nur ein großer Fortschritt für die chinesische Luft- und Raumfahrtforschung, sondern ein Wegbereiter für eine Weltraummission auf den Mars oder einen weiteren Flug auf den Mond, dieses Mal jedoch sogar mit Menschen an Bord. Das wäre dann quasi ein Chinese auf dem Mond, der Traum vieler in China. Was China ambitioniert im Bereich der Raumfahrt ist, bewies auch ihre letzte Mondmission im Jahr 2019. Mit der Rakete Shenzhou 4 schickte China als erstes Land ein Modell auf die Seite des Mondes, welche als ziemlich unerforscht gilt, da diese der Erde abgewandt ist. Dort setzte China bereits einen Rover aus, welcher die Gegebenheiten des Mondes weiter erforschen sollte. Diese Mission machte auch in Funkamateurkreisen von sich reden. Der Schleswig-Holstein-Funkfreund Reinhard Kühn, Rufzeichen DK5LA, unterstützte mit seiner Erde-Mond-Erde-Sendeanlage diese letzte chinesische Mondmission, indem er Steuersignale an die Raumfahrzeuge im Mondorbit übermittelte. Wir berichteten hierfür mehrfach bei Radio DARC. Der ARD-Korrespondent Daniel Sartre gibt im Interview mit Tagesschau 24 2 Gründe an, warum die chinesische Regierung in die Raumfahrt derzeit so viel investiert. Zum einen sei Raumfahrtforschung immer auch mit militärischer Rüstung verbunden. Zum anderen wolle man so der eigenen Bevölkerung wie auch der Welt nach außen den eigenen technologischen Fortschritt zeigen. Ob die Mission Shenzhou 5 jedoch glückt, steht erst Mitte Dezember fest. Man darf daher gespannt bleiben, ob die ganzen geplanten Manöver der Rakete des Typs Langer Marsch 5 auch wirklich funktionieren. Das war ein Beitrag von Sarah Heinrich für den Radio des DARC. DARC Radio, your favorite station. MD5 unterwegs auf einer Mission zu unserem Trabanten. Der Auftrag ist unter anderem, Gesteinsproben zu nehmen und zurück zur Erde zu bringen. Ein höchst ehrgeiziges Projekt. Doch woher kommt auf einmal das Interesse am Mond? Lange Zeit dachte man ja, dass es dort nicht mehr viel Neues zu finden gäbe. Das stimmt jedoch nicht ganz, denn neueste Forschungen zeigen, dass es auf dem Mond mehr Wasservorkommnisse gibt, als bisher angenommen. Und genau das haben Forscherteams mit Hilfe eines in 12 Kilometer Höhe um die Erde fliegenden Infrarotteleskops entdeckt. Bei dem Infrarotteleskop handelt es sich um ein Projekt der NASA in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Bekannt ist das Teleskop unter dem Namen SOFIA. SOFIA ist Englisch und steht für Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Das Objekt befindet sich an Bord einer umgebauten Boeing 747SP und zeigt nun Spuren von Wassermolekülen und das auch auf der sonnenbeschienenen Seite des Mondes. Seit dem 30. November 2010 ist das Teleskop im Einsatz. Dass es auf dem Mond nun doch mehr Wasser gibt als bisher vermutet, ist für Forscher überraschend. Bisher wusste man nur von Wasser am Südpol des Mondes, also der Schattenseite, dort, wo die Oberfläche aus ewig finsteren Kratern besteht. Die Hinweise, dass sich Wasser in Form von Eis am Südpol des Mondes befinden könnte, ist bereits seit 1994 dank der NASA-Sonde Clementine bekannt. Forscher vermuten inzwischen besonders diese Eisflächen in Kratern, Spalten und kleineren Flächen des Mondes. Ermittelt wurden die Ergebnisse neuerdings mit einer NASA-Sonde, welche besonders nach dauerhaft im Schatten liegenden Flächen des Mondes Ausschau gehalten hatte. Es könnten daher rund 40.000 Quadratkilometer der Mondoberfläche im Schatten liegen. Und das wäre fast doppelt so viel, mit was die Forscher bisher rechneten.
60% dieser Fläche vermuteten Forscher auf der Polregion der Südhalbkugel des Mondes. Für die Seite des Mondes, die von der Sonne jedoch beschienen wird, nahm man an, dass sie sehr trocken sei. Ohne eine dichte Atmosphäre sollte Wasser an der heißen Oberfläche des Mondes einfach im All verschwinden, erklärt Cathy Hannibal vom Hawaii Institute for Geophysik in einem Interview. Die neuen Forschungen des Clavius-Kraters im Süden des Mondes ergaben nun, dass auf der sonnenbeschienenen Seite des Mondes eben Wassermoleküle zu finden seien. Forscher nehmen an, dass Wassermoleküle in winzigen Glaskügelchen zwischen den Körnern des Mondstaubes nachgewiesen werden konnten und bis zu 130 Grad Celsius heiß sind. Die Projektwissenschaftlerin Alessandra Roy vergleicht die Menge Wasser, die von dem Teleskop SOFIA auf der Mondoberfläche entdeckt wurde, mit dem Inhalt einer 0,33 Liter Getränkedose, welche über die Oberfläche eines Fußballfeldes verteilt ist. Die Frage, die sich hierbei jedoch stellt, ist, wie sollte Wasser überhaupt an solche Stellen gelangen? Bisher herrscht die Annahme, dass Meteoritenschläge auf dem Mond verursachten, dass Wasser in kleinen Glasperlen im Boden gefangen ist. Unklar ist allerdings, ob dieses Wasser von den Meteoriten selbst stammt oder zuvor schon im Boden des Mondes war. Auch müssen Forscher noch klären, ob man das im Boden gefangene Wasser auch wirklich nutzen kann. Und würde das gelingen, dann wäre das für die zukünftige Weltraummission ein großer Pluspunkt. Besonders in puncto bemannte Raummissionen. Denn Wasser an sich ist schwer und würde man Wasser bereits schon auf dem Mond finden, könnte man sich so Kosten und Gewicht sparen. Optimal wäre es dann sogar, das auf dem Mond gefundene Wasser nicht nur als Trinkwasser zu nutzen, sondern auch als Antrieb für Raketen. Ob und wie man das Wasser auf dem Mond zukünftig nutzen kann, werden weitere Forschungen ergeben. Eins steht jedoch fest. Könnte man das Wasser auf dem Mond tatsächlich nutzen, wäre das nicht nur ein Vorteil für zukünftige Weltraummissionen auf dem Mond, sondern auch der erste Schritt, den Mond zu kommerzialisieren und irgendwann dort vielleicht sogar eine Industrie anzusiedeln. Das war ein Beitrag von Sarah Heinrich für den Radio des DARC. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Liebe der Xer und Funkamateure. Derzeit ist ja wieder mal viel los an der wissenschaftlichen Front in Bezug auf die Mondforschung. Derzeit läuft die fünfte chinesische Mondmission, Chang'e 5, mit dem Ziel, einen Lander dorthin zu schicken und Gesteinsproben zurück zur Erde zu holen. Auch die Funkamateure betrifft dieses Gebiet und da mischen sie gerne mit, wenn es um unseren Erdtrabanten geht. Ich darf nur an die vielfältigen Aktivitäten von Reinhard Kühn, die K5LA erinnern, der mit seiner EME-Station im vergangenen Jahr die Vorgängermission Chang'e 4 technisch unterstützt hat. Reinhard übertrug Steuerbefehle an die Sonden, wenn diese nicht in Reichweite der chinesischen Bodenstation war. Damit gelang ihm unter anderem ein spektakuläres Bild, das um die Welt ging. Es zeigte eine Sonnenfinsternis, beobachtet von der Rückseite des Mondes aus. Schon seit vielen Jahren nutzen die Funkamateure dieser Welt auch den Mond als Reflektor für Funksignale. Man kann damit eine komplette Hälfte der Erde ausleuchten und Verbindungen herstellen, überall dahin, wo der Mond gerade sichtbar ist. Doch wie hört sich eigentlich so ein Mondecho an? Nun, das demonstriert auf eindrucksvolle Weise nachfolgende Aufnahme. Sie hören Reinhard Kühn, wie er einige Sätze in das Mikrofon seiner Amateurfunkanlage spricht und nach knapp 3 Sekunden kommt das Echo vom Mond zurück zur Erde. Etwas zerfetzt und auch eher leise, aber eindeutig erkennbar. EK5LA via Mond. EK5LA 100.000 Kilometer Distanz. Das war ein Original Mondecho. Das ist schon ein Wahnsinn. Man muss bedenken, dass diese Funksignale mehr als 800.000 Kilometer zurückgelegt haben. Der Mond ist immerhin knapp 400.000 Kilometer von der Erde entfernt, die hin und zurück durchlaufen werden müssen. Und das ist das große Problem. Wir haben eine recht hohe Streckendämpfung. Dazu kommt, dass der Mond die Funkwellen nicht sonderlich gut reflektiert.
Rund 93% der abgestrahlten Energie wird einfach absorbiert und landet nicht mehr im Rückkanal zur Erde. Die Fachleute sprechen von einer Reflexionsdämpfung von rund 13 Dezibel, die zur Streckendämpfung mit dazukommen. Insgesamt muss man typischerweise mit einem Pfadverlust von 250 Dezibel kalkulieren, wenn man sich auf das 2-Meter-Band bezieht. Um diesen zu überwinden, braucht man rund 1 Kilowatt Ausgangsleistung und 20 dB Antennengewinn auf beiden Seiten. Dann klappt das. Mit Amateurmitteln ist sowas noch herstellbar, aber schon recht aufwendig. Daher hatten die Funkamateure schon immer davon geträumt, dass es eines Tages mal gelingen könnte, dass ein lizenzierter Astronaut auf dem Mond steht und mit seinen Kollegen zu Hause auf der Erde einen kleinen Kaffeeklatsch mit seiner Handfunke hält. Diese Idee ist keineswegs so utopisch, wie man meinen könnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis mal wieder Menschen hochgeschickt werden. Jetzt stellt sich die Frage, welchen technischen Aufwand man theoretisch bräuchte, um mit jemandem zu funken, der auf dem Mond steht. Weniger als man meint, kann ich dazu verraten. Bei einem direkten Sichtkontakt über 400.000 Kilometer hätte man rund 187 Dezibel Streckendämpfung und die ist recht einfach beherrschbar. Gerade mal 100 Sendeleistung und 10 dB Antennengewinn würden ausreichen, um eine solche Funkverbindung aufzubauen. Das entspricht einer mittelgroßen Yagi-Antenne und einer Standardleistung der üblichen Transceiver. Noch realistischer als die Idee, mit einem Astronauten zu funken, ist jedoch, dass es mal einen aktiven Umsetzer auf dem Mond geben könnte. Nein, das ist keine Spinnerei, das ist tatsächlich bereits in Planung. Was hinter dieser verwegenen Idee steckt, das erkläre ich Ihnen gleich. Heute geht es um einen ziemlich fantastischen Plan. Nämlich darum, dass die Funkamateure tatsächlich planen, einen aktiven Umsetzer auf dem Mond zu installieren. Heißen tut das Ganze LUNART, eine englische Abkürzung für Lunar Amateur Radio Transponder, und dahinter steckt ein Weltraumprojekt der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie plant ab 2027 im Rhythmus von 3 Jahren größere Sonden, genannt European Large Logistic Lander, auf der Mondoberfläche abzusetzen. Sie hatte kürzlich eingeladen, interessante Experimente und Nutzlasten vorzuschlagen. Da haben sich die Funkamateure nicht lange bitten lassen und umgehend einen Vorschlag für einen aktiven Amateurfunktransponder offiziell eingereicht. Generell soll dieser europäische Länder eine Kommunikationsplattform auf dem Mond darstellen mit diversen Transpondern an Bord. Man möchte Kommunikations- und Nutzlastexperimente durchführen. Peter Gülzow, DB2US, und Matthias Bob, DD1US, von der AMSAT-DL erklären hierzu, dass ein Kommunikationstransponder auf dem Mond auch eine direkte Verbindung mit Erde über Amateurfunk unterstützen könnte. Wenn man schon sowas hochschickt, dann könnte man mit minimalem Zusatzaufwand auch die Amateurfunkbänder bedienen. Mit dem Lunar Lander würden Nutzlasten von Universitäten und Studenten unterstützt und ihnen direkten Zugang zu ihren Experimenten geboten. Zudem würde die Reichweite der Funkwissenschaft erweitert. Das System würde außerdem Kapazitäten für die Reservekommunikationen bei einem Notfall bieten oder wenn das ESA-Netz ausgelastet ist. In Analogie zu Satelliten würde die Funkplattform auf dem Mond einen Uplink auf 2,4 GHz und einen Downlink auf 10,45 GHz arbeiten und auch einen VHF-UHF-Transponder umfassen. Schließlich sind auch diverse Baken vom VHF-Bereich bis 47 GHz geplant, welche Funkamateure als Referenz zur Optimierung ihrer EME-Anlagen dienen sollen und interessante Experimente, beispielsweise hinsichtlich der Bahn des Mondes, erlauben. Die AMSAT-DL würde die erforderliche Hard- und Software entwickeln, bauen und die Bodenstation über den 20-Meter-Spiegel im AMSAT-DL-Hauptquartier in Bochum unterstützen. Dieser Transponder wäre auch eine ideale Plattform für die Entwicklung neuer Übertragungsschemata und neuartiger Modulations- und Codierungstechniken, die für die Fernkommunikation mit entsprechend hoher Latenz optimiert sind, so berichtet die AMSAT-DL. Der Projektvorschlag ist auf der ESA-Webseite aufrufbar und wird nun auf Machbarkeit überprüft. Die Auswahl der Experimente, die letztendlich auf dem Lander mitfliegen sollen, ist noch in einem sehr frühen Stadium. Die Ideeneinreichung wurde am 3. Juli 2020 beendet. Eine Vorprüfung ist bereits erfolgt, mit positivem Resultat für die Funkamateure. Nun geht es in die weiteren Phasen der Auswahl. Würde es realisiert, wäre es eine echte technische Sensation.
Die Funkamateure würden dann erstmals über einen aktiven Umsetzer auf dem Erdprobanden verfügen. Auf in den Weltraum kann ich da nur sagen, auch für uns Funkamateure. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, das ist die neuen MFG. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Lagrange 4, das mit Commander und seinem Major 5 Jahre lang unterwegs ist, um das Frequenzspektrum zu erforschen, neue Signale und neue Funktechnik. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Lagrange in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Von Commander und Major. Personen und Darsteller waren Anja und Rainer Damerius von Radio Urfunk sowie Jörg Drechsel, IM4DL als Android Joe. Freunde, am zweiten Weihnachtsfeiertag noch nichts vor? Dann lasst doch die gute alte Kurzwelle wieder aufleben. Wir laden ein zum 100 Kilowatt Kurzwellenmarathon auf 6070 Kilohertz. Am 26.12.2020 von 10 bis 15.30 Uhr bieten euch 10 Programmmacher ein ganz besonderes Kurzwellenerlebnis. Holt eure Kofferradios heraus und schaltet ein. Im 100. Jubiläumsjahr des Rundfunks gibt es am zweiten Weihnachtsfeiertag ein einzigartiges Radio-Event mit über 5 Stunden. 10 Uhr Hit AM, 10.30 Uhr SL Radio Dessau, 11 Uhr Jake FM, 11.30 Uhr Decade AM, 12 Uhr Radio Power Rumpel, 12.30 Uhr Radio DARC, 13 Uhr Uncle Bill's Melting Point, 14 Uhr Sattzentrale, dein Technikradio. 14.30 Uhr Radio Klein Paris. Und 15 Uhr Korches Radio. Das alles könnt ihr am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Kurzwelle 6070 Kilohertz erleben. Terminvormerken heißt die Devise für alle Radiofreunde. Und damit nicht genug. Von 16 bis 21 Uhr wird das Ganze auf der Frequenz 3955 Kilohertz wiederholt. Für Empfangsberichte gibt es eine einheitliche QSL-Karte. Wir hören uns am zweiten Weihnachtsfeiertag
auf Kurzwelle 6070 kHz. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Die Party geht offenbar weiter. Kaum zu glauben, was da momentan auf unserer Sonne so abgeht. Die Aktivität unseres Zentralgestirns ist sprunghaft angestiegen und mit ihr offenbar auch die DX-Bedingungen auf der Kurzwelle. Mehr zu diesen ungewöhnlichen Entwicklungen jetzt von unserem Funkwetterspezialisten Christian Berber vom HF-Referat des DARC. Christian, was ist dein neuester Wissensstand? 116 Einheiten war der Höchststand des solaren Flugs letzten Sonntag. Seitdem ist er leicht rückläufig, hält sich aber noch deutlich über 100 Einheiten. Nach einer ganzen Reihe C-Flares ereignete sich inzwischen auch das erste M-Flare. Und Flares sind eben ein deutlicher Hinweis, dass viel von der Strahlung erzeugt wird, die für die Ionisation sorgt, die die Kurzwelle unbedingt braucht. Das 10-Meter-Band öffnete regelmäßig und zeigte nach langer Zeit mal wieder so richtig, was dieses Band eigentlich drauf hat. Auch Graham, Victor Kilo 6, Romeo Oscar, staunte am letzten Sonntag nicht schlecht, als er kurz vor 11 Uhr UTC auf 29.620 kHz ein FM-Relais aufnehmen konnte, das sich als Delta Mike 0 Mike Alpha X-Ray nahe dem ostwestfälischen Minden identifizierte. Und das hat im Moment eine Ausgangsleistung von 4 Watt. So viel, wie aus einem Mobiltelefon rauskommt. Und so hat sich das angehört. Victor Kilo 6 Radio Oscar, this is Delta Fox 2 Hotel Sugar. Delta Fox 3 Hotel Sugar. Victor Kilo 6 Radio Oscar. Danke an Bernie, Delta Lima 6, X-Ray Bravo, für die Aufnahme. Das ist schon außergewöhnlich. Dass 15 und 20 Meter auch hervorragend liefen und jeden Tag Verbindungen nach Australien und Neuseeland möglich waren, ist da fast schon logisch. Aber wir haben das einfach sehr lange Zeit nicht mehr erleben dürfen. Entsprechend begeistert waren dann natürlich auch die Contester am letzten Wochenende. Das Erdmagnetfeld spielte auch wieder mit und war die meiste Zeit sehr ruhig. Ein schmales koronales Loch ist unterwegs, dessen Sonnenwind uns am Dienstag erreichen wird. Das wird nur kurz Unruhe verursachen, aber diese kleinen Dinger können es manchmal ganz ordentlich rumpeln lassen. Vor allem, wenn sie so geformt sind wie dieses hier. Und wie geht es mit der Sonnenaktivität weiter? Inzwischen wird es leerer auf der Sonne. Heute tritt der große Fleck mit der Nummer 2786 ab, der inzwischen keine Aktivität mehr zeigt. Dann bleiben noch 3 aktive Regionen übrig. Mindestens eine von denen sieht interessant genug aus, um den Flux bis zum Wochenanfang dreistellig halten zu können. Danach sieht es nach einem Rückgang auf unter 90 Einheiten aus. Genießen wir also noch die guten Bedingungen auf allen Bändern, vor allem aber auf den oberen. Aber auch die ganz harte Form der Ionisation hat die nächsten Tage wieder Hochkonjunktur, die durch Steine nämlich. Die Geminiden laufen, oder besser fallen sich warm. Die Hinterlassenschaften des Asteroiden 1983 Tango Bravo mit dem Namen Phaeton prasseln ab dem 4. bis zum 17. Dezember auf die Gashülle der Erde ein und verglühen dort als Sternschnuppen. Und ihre Leuchtspuren bedeuten pure Ionisation. Das Maximum haben wir frühmorgens am 14. Dieser Meteorschauer ist bekannt für besonders helle Meteore und hat eine recht hohe Fallrate von über 100 pro Stunde. Und da das Sternbild der Zwillinge, aus dessen Richtung die Brösel kommen, die ganze Nacht über dem Horizont steht, ist dieser Schauer auch optisch ein Genuss. Zumal in der Nacht auch noch Neumond ist. Und noch einen Geburtstag gibt's zu feiern. Die Raumsonde SOHO wurde vor 25 Jahren gestartet, um Bilder und Messwerte von der Sonne zu liefern. 2 Jahre war die erwartete Lebensdauer. Wie man sich doch täuschen kann. Keine Täuschung sind die derzeitigen Ausbreitungsbedingungen. Also, ran an die Transfer. Ho, ho, ho. Good DX. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner.
Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC-EV. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73.dx. Bis zum nächsten Mal. Station be heard all over Europe.